Ich bin gerade in Schöneberg beim Amt gewesen, ja, und wollte einen neuen Perso machen. 37 Euro soll diese Scheiße kosten, als wenn da Gold drin ist in diesem Stück Plastik. Okay, gut, musste durch. Ich frage, habt ihr einen Fotoautomat? Er so, nein, wir haben, der ist kaputt oder whatever. Er hat da gesagt, ich soll hier Bahnhof Schöneberg gehen. Da hinten ist der Bahnhof Schöneberg, ja. Da bin ich da hochgeklettert, ganz oben in den Stock im Bahnhof Schöneberg, ja, wie Reinhold Messner. Da komme ich da an, habe vorher noch extra Geld gewechselt, weil ich dachte, gut, okay, das Ding wird wahrscheinlich keine Scheine nehmen und keine Karte. Steht so ein Typ davor, ich frage, wartest du hier irgendwie? Ja, ja, ich warte hier auf meine Bilder. Ich habe bezahlt, die Bilder kommen nicht raus. 10 beschissene Euro für 4 beschissene Passbilder. Ja, ich habe in 5 Minuten den Termin. Dieser scheiß Automat geht nicht. Die haben da drin keinen Automat. Jetzt werden manche Leute sagen, ja, bei deiner Fresse ist vielleicht so besser, dass du keine Passbilder machen kannst. Ist ja alles richtig. Ich brauche aber trotzdem ein Passbild für beschissenen Personalausweis. Ein schönes Wochenende.